Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Burnout Paradise. Echo mein Name und wir machen einfach mal das nächste Rennen. Darum ist Diesel cool. Rase zur Windfarm im Nordwesten. Catch my drift. Jetzt fahren wir wieder da hoch. In der letzten Folge waren wir glaube ich schon da oben. So, dann wollen wir doch mal sehen. Die ditchen sich da schon wieder an. Meine Fresse. Boah, mir ist gerade richtig warm. Mein Fenster ist auch gerade zu. Das Problem ist, ist ja schon, wie gesagt, es ist ja schon relativ dunkel. Und würde ich jetzt das Fenster aufmachen, dann wäre es schon wieder zu kalt. Also entweder ist es jetzt gerade zu kalt oder zu warm. Das nervt. So, nach rechts? Ne, nach links? Was, wieso nach links? Okay. Der Schnee verwirrt mich. Schnief. So, okay, ich habe wieder ein bisschen Vorsprung. Also kann ich die Sache ein bisschen langsamer angehen lassen. Und da wäre jetzt Boost gewesen, aber ich habe mich jetzt nicht getraut reinzufahren. Weil das wäre jetzt böse ausgegangen. Alter, drift nicht so sehr. Driften ist nämlich nicht immer gut, weißt du? Und noch dazu, weil ich es nicht kann. Manchmal. Höh! Ich konnte nichts dafür. Ich bin unschuldig. Ein schönes Auto. Scheiße, jetzt kommen die wieder näher, die Typen. Verdammt! Ich glaube, das hat gerade übersteuert. Tut mir leid. Es tut mir leid, Prinzessin. Alter, was mache ich denn hier? Ich habe mein Auto nicht unter Kontrolle. Das sind diese typischen Spasmen, die ich habe. Das du hast gewonnen. Erster Platz. Danke. Vielen Dank. Das hat ein gutes Publikum. Boah. Neues Auto? Nö. Ach, schon wieder so ein scheiß Stunt drin. Schade, dass man sich ja nicht irgendwie teleportieren kann oder so. Mal kurz auf die Karte gucken. Okay, fahren wir also einmal zurück. Weil. Läuft da gerade Klassik im Hintergrund? Das ist ganz komisch angehört wie Klassik. Minuett. Wollt ihr mich verarschen? Bitte was? Hier läuft ein Minuett im Radio. Bei Burnout? Ernsthaft? Das höre ich gerade zum ersten Mal. Zumindest fällt es mir jetzt auf. Ich kenne nur Minuett des Waldes. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. War vielleicht ein bisschen schief, tut mir leid. Sei ein Erster am Crystal Summit Observatory im Norden. Oh oh, Mann gegen Mann. Mann gegen Mann. Läuft hier erstmal ein Menuett im Hintergrund, das gibt's doch gar nicht. Dam, dam, dam. Da-da-dam. Di-di-di. Di-di-di. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Okay. Das Lied irritiert mich gerade voll. Seht ihr? Ich kann. Sag ich doch. Es irritiert mich. Ich kann nicht mehr fahren. Nicht mehr als sonst. Was? Nein! Ich fahre in die falsche Richtung! Oh. Tja, da ist er wohl irgendwo reingefahren. Das war alles Absicht, weil ich wollte sehen, wie er da reinfährt. Und wollte ihn auslachen. Bams! Okay, da vorne ist das Ziel. Ah, er fährt da links hoch. Trottel, Trottel. Na, 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 na. Gewonnen! Ich
mal das Auto. Alter! Ich werde nicht drüber fertig. So. Fahren wir mal ein Weilchen geradeaus, dann sehen wir da die nächste Ranch-Strecke. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob ihr das hört, also die Musik im Hintergrund, auf YouTube und so weiter. Wie gesagt, ich mache das mit Absicht, ich habe das mit Absicht eigentlich so leise gestellt, dass es da nicht irgendwelche Probleme im Nachhinein gibt. GEMA oder Sony oder was auch immer. Ich habe Sony gesagt, jetzt kriege ich viel Geld dafür. Ich kriege als YouTuber sowieso so viel Geld. Bei aktuellen, was habe ich, 193 Abos oder sowas? Glaube ich. 193? Das ist mies, dass ich das gerade nicht weiß. Ich dächte 193. Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Ich bin jetzt gerade echt am Grübeln. Sind es wirklich 193? Hui. Oh, schaffe ich das? Gerade so. So. Huch. Next race, here I come. Minuet läuft immer noch im Hintergrund. Huch. Alter, was? So weit? Ja, 6,5 Kilometer. Ja, ich fahre gerade mal an und bin schon 100 Meter gefahren, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß nicht, was das hier für Mengeneinheiten sind, also... Doch, weiß ich schon, aber wie die direkt berechnen. Das ist mir nicht ganz koscher. Das war zu dolle. Lichthupe, bist du doof, oder was? Toll, Ohrwurm. Das hat bestimmt wehgetan. Aus der Bahn, hier komme ich. Platz da, hier kommt mein Mazda. Naja, nicht ganz. Eine kleine Nachtmusik, Alter, was ist denn hier los? Wieso kommt auf einmal nur Klassik? Scheiße, fahre ich überhaupt richtig? Scheiße. Bin ich richtig, ja. Alter, wieso kommt hier auf einmal Mozart? Würde mich verarschen? Hat jemand meinen Rechner gehackt, oder was? Jetzt kommt hier nur Klassik, oder wie? Habe ich irgendwas verpasst? Ist das ein Easter Egg? Bin ich überhaupt richtig? Jetzt muss ich nach rechts, Achtung. Gleich. So, ich denke mal die nächste. Genau. Hö, Alter, das war knapp. Das ist hier, jawoll! Du hast gewonnen. Jetzt muss ich mal auf die Musik achten. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Brems! Ja, Brems! Ich bin DJ Atomica von ja? Crash FM. In ja? unserem geliebten Paradise soll irgendwo ein Rennen stattfinden. Möge der schnellste und gemeinste gewinnen. Irgendwo ein Rennen. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das mit der Musik, das finde ich jetzt... Ich meine mal, warum nicht, ne? Ja. Rase zur Lone Stallion Ranch im Westen. Alles. Oh, jetzt war die Stimme weg. Alles klar. Here we go. Ich bin der schnellste Mensch der Welt in meinem super duper Auto. Ich liebe es, zu schnell zu fahren, nur Unfälle finde ich so blöd. Blöd, 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 blöd. Huch, ich soll links lang, scheiße. Jetzt hab ich gepennt. Wenn ich es nicht jetzt schon wieder verkackt habe. Hä? Kann ich immer noch gewinnen? Scheiße. Okay, den ist jetzt rechts. Noch erster. Alter. So ein Arschloch. Der hat doch gesehen, dass ich rausgekommen bin. Der hat mir die Vorfahrt genommen. Scheiße. Oh, Glück gehabt. Hau bloß ab. Hast du davon?
Na, wer wird denn hier? Darf doch wohl nicht Warzenschwein. Toll, jetzt hab ich ein Ohrwurm. Ich will nicht hier hoch. Nein, ich will nicht hier runter. Genau deswegen. Ach, ich brauchte eh Kinder. Ich wollte eh schon mal Cabrio haben. Alter. Nein, jetzt fahr doch mal, Mensch. Scheiße, das schaffe ich das noch? Wo ist der Erstplatzierte? Das da vorne? Doch, ja. Ja. Hui. Doch noch geschafft. Boah. Alter Schwede. Die Musik. Ich frage mich eigentlich immer, wer dieser alte Schwede ist. Warum heißt das so? Woher kommt der Spruch? Rase zum Country Club im Nordosten. Mäppelmäu. Okay, here we go. Ich nusse den ganzen Tag. Okay, jetzt fahren wir wieder komplett zurück eigentlich. Und jump! Burnout-Syndrom. Ja, das war über Bande gespielt. Fahr! Alter, wieso läuft hier Klassik im Hintergrund? Ich werde nicht drüber fertig. Hier kann ich irgendwo mein Auto reparieren. Scheiße, das war auf der linken... Scheiße, das war auf der linken Seite. Alter, was machen die denn? Kann ich Boost tanken? Das brauche ich aber nicht. Was? Wo soll ich denn hin? Bin ich richtig? Scheinbar. Okay, ich nusse mal lieber. Und weiche dezent aus. Alter. Ja, jetzt soll ich mal aufhören zu nussen. Sonst geht das ganz schön ins Auge. Ist aber wieder eine Werkstatt. Links. Mal sehen, was danach für eine Musik kommt. Da bin ich echt mal gespannt. Komm schon mal da. Irgendwie sowas. Und gewonnen. Du hast gewonnen. Erster Platz, Bitch. So, nur noch 29. Ich freue mich gerade. Während du durch Paradise City cruist, zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Der Annihilator. So, ich werde aber mal... ich gucke gerade unten rechts auf die Karte. Mal sieht man das? Erst wenn ich fahre, guck mal da unten rechts, diese... Genau, wo ich gerade drauf zufahre. Wo sich die Straße so aufteilt, nach links und nach rechts, und dann wieder zusammengeht. Das sieht komisch aus, das Bild. Ich habe keine schmutzigen Gedanken. Gar keine, niemals. So, da sage ich jetzt erstmal, haut rein, fahrt mich bis auf ein Auto. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Burnout Paradise. Also dann, tschüssi!